Guten Abend. Die Gelackmeierten in diesem Jahr sind Autofahrer, die außerdem noch ihr Heim mit Öl heizen. Also die haben es wirklich nicht leicht. Satte 45% müssen Hausbesitzer mit Ölheizung mehr bezahlen. Schuld an dieser Misere ist auch der trockene Sommer. Wegen der lang anhaltenden Dürre sind die Flusspegel gesunken. Und die Schiffe, die können nur wenig Heizöl transportieren. Das meiste muss per LKW geliefert werden. Wie die Kunden darauf reagieren, hat uns ein Heizölfahrer heute auf seiner Tour erzählt. Die Menschen in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts, die fühlen sich ja oftmals abgehängt. Allerdings sind sie es oftmals auch. Ob der Supermarkt oder die Bankfiliale geschlossen werden oder die ärztliche Versorgung eingestellt wurde. Auch für werdende Mütter ist die Situation nicht ganz einfach. Immer mehr Kliniken haben ihre Kreissäle dicht gemacht. Waren es 2000 noch 33, sind es mittlerweile nur noch 22. Und das, obwohl wieder mehr Kinder geboren werden. Aber warum werden immer mehr Geburtsstationen geschlossen? Eine Studie im Auftrag des Sozialministeriums sollte Licht ins Dunkel bringen. Wenn Emotionen im Spiel sind, dann spielt die Zeit keine Rolle. Über 20 Jahre werfen wir jetzt unseren Blick zurück auf eine wirklich unglaubliche Rettungsaktion. 33 Waisenkinder aus Bosnien wurden damals aus der Kriegshölle Sarajevos gerettet und nach Schönebeck im Salzlandkreis gebracht. Zwei Politiker aus Sachsen-Anhalt, die hatten diese gefährliche Mission auf eigene Faust auf die Beine gestellt. Was aus den Erzieherinnen und den Waisenkindern geworden ist, auch das haben wir jetzt erfahren. Auch heute, über 20 Jahre später, ist die Hilfe gegenüber Kriegsopfern aktueller denn je. Für viele Diskussionen sorgt der Migrationspakt der Vereinten Nationen. Der soll so etwas wie eine Handlungsanweisung an Staaten, die Wirtschaft und Verantwortliche sein, wie sie mit Migranten umgehen sollen. Der CDU-Landesverband hat ihn abgelehnt. 4 Tage lang hat sich die AfD in Magdeburg getroffen, um ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr zu küren. Doch das klappte nur in Teilen. Dersheim im Landkreis Harz ist in Feierlaune und das aus gutem Grund. Vor genau 2 Jahren haben die Bewohner ihren eigenen Dorfladen aufgemacht. Heute ist der Tag der großen und kleinen Geschäfte. Es ist Welttoilettentag. Darüber kann jetzt geschmunzelt werden. Allerdings hat dieser Tag einen wirklich ernsten Hintergrund. Immerhin leben 2,5 Milliarden Menschen weltweit ohne Toilette. Und das wiederum hat Auswirkungen auf das Trinkwasser. Keime, Viren und Bakterien können sich bestens entfalten. Mit diesem Tag erhofft man sich, dass sich die Sanitärversorgung weiter verbessert. Auch hierzulande war das nicht immer so eine saubere Sache. Blicken wir mal 800 Jahre zurück auf Schloss Neuenburg im Süden des Landes. Werden Sie Programmmacher? Steht ja auf den Plakaten, die man überall im Land sieht. Wir haben Sie auch dieses Jahr eingeladen, mal einen Tag nicht nur hinter die Kulissen zu gucken, sondern auch mitzumachen. Und da darf ich Ihnen Carsten Göring aus Biere vorstellen. Wir sind auch schon beim Du gelandet. Wir sind nämlich ganz schnell miteinander warm geworden. Carsten, hast du schon bereut? Ist gefallen. Wir können ja mal reingucken. Ja, unter anderem hast du nämlich heute schon mal die... Werden Redaktionskonferenz... So viele Menschen hier arbeiten. Also das ist 400 Leute. Was wirst du erzählen? Das ist ein super toller Tag. Aktion, die gibt es natürlich auch hoffentlich nächstes Jahr. Jetzt ist sie erstmal beendet. Wir sagen vielen Dank an alle, die sich so zahlreich beworben haben und alle natürlich, die auch hier waren. Carsten, alles Gute und tschüss, bis morgen. Vielen Dank.